Für das sehen können. Große Nummer. In 2,5 Minuten sind wir da. Das ist toll. Danke dir. Echt? Ja. Können wir das irgendwie noch? Das können wir gerne machen. Echt? Hallo. Das machen wir. So, ich höre Kiwi schon. Hallo. Hm? So, danke euch nochmal, dass ihr das mitgemacht habt. Weltklasse. Weltklasse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Sally. Danke dir. Danke. Schön, dich zu sehen. Faye, hey, komm her. Danke fürs Durchhalten, euch. Mitmachen. Danke euch. So kommt alles zusammen. Krasser Scheiß, wir haben echt mitgemacht. Bastian, komm vor. Ich sehe hier nur ein Standbild vom Fernsehgarten. Können wir das auch als bewegtes Bild haben? Ist das Kiwi? Ja. Patrick Lindner. Aber hinten nützt uns gar nicht so viel, dann gucken wir in die falsche Richtung. Patrick Lindner ist da. Große Kunst. Die, Olaf der Flipper. Bei Kiwi? Er war so schön warm bei Was hast du denn gemacht? Ja. Und hier, wie heißt er? Oh, die sind alle zerlaufen. Cindy singt jetzt ohne Bert. Hör ich gerade. In die Rosen der Bühne Malaga. Ah, okay. Ja. Cindy Berger. Cindy Berger heißt Cindy Berger, genau. Cindy und. Mit wie viel so. Hast du es gemacht? Da, 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 sag mal, kriegen wir Programm? Steh auf. In Malaga. Gott, ey, das Lied gibt es so seit 50 Jahren. Klatschbären und so, das dauert noch einen Moment. Ja? Okay. Ich dachte, wir machen hier Eis, Matcha Latte zu spät beim Pilates. Ja. Ja. Das ist ein gutes Lied. Bisschen, ja, genau. Willst du ein Body, dann musst du pushen. Ja. Am liebsten, am besten finde ich das Glas Sekt bei Bottega Veneti. Bottega Veneti. Wo der Knoten 3000 Euro kostet. Bei Bottega Veneti. Wir sehen nichts. Nein, ich kenne das Lied, ich höre sie auch, aber wir sehen nichts. Wir haben kein Programm, das kann ja eigentlich kaum sein. Jetzt, das ist Cindy Berger. Wie viel Spaß. Da müssen wir da ehrlich mal hin. Ist jetzt vorbei. Das ist fast synchron, gar nicht schlecht. Das wäre schlimm. Oh, schönes Wetter. Steh uns da. Ich habe auch mit 23 gekriegt. Ja, klar. Na, klar. Also, gleich, wenn Kiwi zu uns schaltet, ne, dann gibt es Applaus im Fernsehgarten, aber hier natürlich auch. In einer Minute sind wir da. Kennst du auch noch von früher? In Malaga. Ja, ach, wir sind im Livestream, um Gottes Willen. Ist das. Stimmt, wir sind ja noch im Livestream. Alles gut. Ja. Denken die Leute bestimmt, weil sie nicht schlecht. Aber wir haben auch nicht unsere Challenge. Danke euch hier im Publikum, ne? Wahnsinn, wirklich stark. 30 Sekunden sind wir da. Ich muss auch mal was sagen. Also, dass jemand das so eisenhart durchzieht, wie du. Ja, du doch auch. Du. Dann musst du das doch auch mal die Augen zugemacht und so. Oh. Wo ist das gerade? Okay, Cindy Berger. Ja. War sie nicht auf eine Lösung heute? Wurde nicht nach ihr gefragt heute? Ja, nach welchem Gemüse, aber nach welcher tropischen Frucht am besten? Wir sagen Dankeschön. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen in Berlin hören uns zumindest schon. Deswegen jetzt einmal ganz leise und dann machen wir ganz laut. Denn seit gestern Abend, 8:15 Uhr, 20.15 Uhr, sammelt mein lieber Kollege Johannes Bekerner mit der Unterstützung von prominenten Kolleginnen und Kollegen Spenden von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Wer von Ihnen hier im Fernsehgarten ist seit gestern Abend, 20.15 Uhr, wach? Keiner. Das kann nämlich auch nur einer. Deswegen den fettesten, aller fettesten Applause nach Berlin zu Johannes Bekerner. Thank you.
Guck mal. Und das gebe ich direkt weiter an alle Mitspielerinnen und Mitspieler. Wir haben die ganze Nachbarschaft, Phoebe. Ja. Und lange halten wir es auch nicht mehr aus, um ehrlich zu sein. Du siehst toll aus. Ah ja. Wirklich, wirklich, wirklich. Du hast nicht zwischendrin nicht abgegeben, ne? Du hast wirklich am Stück durchmoderiert. Wir haben mal gerechnet, das sind jetzt 16 Stunden und ein paar zerquetschte. Wenn man davon ausgeht, dass eine Primetime-Show 3 Stunden dauert, hast du jetzt gerade 5 große Shows hintereinander wegmoderiert, Johannes. Ja, Andrea, danke dir ganz herzlich für das Kompliment. Ich wusste, die Wahrheit zur Wahrheit gehört. Ich war zwischendurch einmal für kleine Jungs. Und dann hat dann mehrfach, zweimal? Nein, dreimal war ich nicht. Oh. Ja. Nee, telefoniert habe ich auch nicht. Also ich habe wirklich viel gearbeitet. Aber alle anderen auch. Das gilt für Miguel Boning und für Annegret und Sebastian, die als Kandidaten gestern Abend in der Live-Show im ZDF dabei waren. Für Bastian Pastewka, für Anna und Betty, die gerade eben noch gespielt haben. Sally, die gespielt hat. Marcel Reif, einer unserer Experten. Sarah Wiener und Anna Thalbach und hinten Faye Montana. Das sind so diejenigen, die jetzt sozusagen best of the rest sind, aber unsere Experten haben auch die ganze Nacht durchgespielt. Es ist unfassbar, wir haben vorher nicht gewusst, wie das gehen soll und sind alle ein bisschen erstaunt, dass wir immer noch hier stehen. Ja? Also warte, wir schicken noch mal aus dem Fernsehgarten und wir sind hier alle ganz frisch und munter, weil wir auch an der frischen Luft arbeiten, einen riesengroßen Danke-Applaus, denn dieses Geld, lieber Johannes, das durch euer Engagement und natürlich durch die Spendenfreude der Zuschauerinnen und Zuschauer zustande gekommen ist, ist ja für einen wahrlich wichtigen Zweck, nämlich zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Das ist ganz genau richtig. Die Krebshilfe feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Und das ZDF ist seit langem gerne Partner der Krebshilfe, unterstützt die Arbeit vielfältig und an verschiedenen Stellen. Wir mit dem Quiz-Champion, aber so eine lange Nacht, das haben wir auch noch nie gemacht. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dadurch, dass wir gestern Abend schon begonnen haben und dann durch die ganze Nacht hindurch Spenden gesammelt haben, dass eine möglichst große Summe zustande kommt. Wir können ja mal nach hinten gucken auf die Spendenwand und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen uns dann mal die Sterne zeigen können. Dürfen wir schon enthüllen, Kiwi? Klar, logisch. Ja, wenn es keine Einwände gibt aus Mainz, dann machen wir das einfach mal. Und beginnen hinten rechts mit einer 5. Und die nächste Zahl ist eine 1, also 15. Weiter geht's mit einer 615, einer 7615, mit einer 27.615. Wow, das ist eine 9. Oh, jetzt hoffe ich, das ist, ich glaube, das ist ein richtiges, zumindest das beste Ergebnis, was wir jemals für die Krebshilfe erspielt haben. Jetzt gucken wir auf die erste Zahl und sehen das seit gestern Abend mit eurer und ihrer Hilfe. 3,927 Millionen, also 3.927.615 Euro zusammengekommen sind. Das ist eine fantastische Summe Geld, Kiwi. Und liebe Fernsehgarten-Zuschauerinnen und Zuschauer, Geld, das gebraucht wird, um Direkthilfen zu geben, um Familien, die durch die Diagnose in Notgarten sind, zu unterstützen. Aber auch ganz wichtig, um die Forschungsarbeit der Krebshilfe unterstützen zu können. Denn Forschung ist wirklich ein Weg zum Ziel im Kampf gegen diese schlimme Krankheit. Kiwi, das ist das, was wir bieten konnten. Wir haben Spaß gehabt, aber ich sage die ganze Wahrheit, wir sind auch ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist. So ein halbes Stündchen Quick-Nap, Power-Nap können wir alle vertragen. Ja, ruh dich aus. Du weißt, wie gerne ich bei dir zu Gast bin. Letztes Jahr durfte ich ja mitspielen. Deswegen lege ich jetzt einfach als Andrea Kiewel noch 1.000 Euro spontan obendrauf. Ich überweise euch das. Bedanke mich von Herzen bei dir. Grüße die Kolleginnen und Kollegen, die schicke ein extra Bussi an Sally und an Sarah und freue mich auf dich. Johannes und ich sehen uns genau eine Nacht im Jahr immer und das ist Silvester, Schatzilein. Zieh dich warm an, ich hab dich lieb. Tausend Dank, ein Riesenapplaus, Johannes Bekerner. Danke, Grüße nach Mainz an euch alle und danke euch. Und an
so, und jetzt kann ich nicht anders, als noch einmal abklatschen. Unter Ihnen, die danke, danke, gerade tapfer sein müssen, weil danke, sie danke, vom Arzt danke, oder von der Ärztin verrückt, eine schlimme Prognose bekommen mal, oder stopp, stopp, wir brauchen noch einmal. Schlimm bevor es kommt. Der ganze Fernsehgarten drückt die Daumen und seien Sie tapfer und ich schicke Ihnen all meinen Optimismus, dass Sie wieder richtig gesund werden. Komm, komm mal her. Rein. Komm, Bastian auch. Ich stelle mich hier hin, zu euch, wenn ich darf. Ja? Ist ihr noch frei? Ja. So, gut. Gut. Ja, ich sehe dich, dann siehst du mich auch. Was machst du? Mein links?